Hallo Tobadi und willkommen zu einem weiteren Video zu Bloons Tower Defense 6. Heute mal mit einer klassischen Top-10-Liste, beziehungsweise in diesem Fall einer Flop-10-Liste, denn der Top-Kommentar unter dem letzten Video war, dass ich nochmal meine 5 Hassaffen vorstellen sollte. Ich dachte aber, 5 ist zu wenig und deswegen werde ich heute 10 Skillungen vorstellen, die ich gar nicht mag. Und das Video jetzt ist halt wirklich ein ganz klassisches Top-10-Video. Und falls dir so Top-10-Listen gefallen, kannst du auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Mein Ziel sind die 300.000 Abonnenten dieses Jahr. Platz 10. Eisaffe Mitte. Damit meine ich übrigens nur die Stufe 5-Skillung. Eisaffe Mitte ist inzwischen ja tatsächlich eine meiner Lieblingsskillungen. Ich finde Schneesturm sehr, sehr praktisch. Arktischen Wind finde ich sehr, sehr praktisch. Gerade weil der arktische Wind hat hier nochmal einen Buff gekriegt. Aber Stufe 5 hingegen bin ich nicht ganz der größte Fan von. Ich meine, klar, der macht alles langsamer, hat einen größeren Radius als Stufe 4, einen deutlich größeren Radius. Aber das Problem bei dieser Skillung ist, wann soll man die einsetzen? Weil die macht halt wirklich keinen Schaden und der einzige Vorteil davon ist, dass das alles lange langsam macht. Und das ist in Ordnung. Generell die ersten 4-5 Affen in dieser Liste, die sind nicht schlecht, die sind in Ordnung. Aber die würde ich halt fast nie freiwillig skillen in irgendeinem Modus. Wenn ich Ballons verlangsamen möchte, dann würde ich, glaube ich, sogar lieber zweimal Schneesturm machen, als einmal ab 21, 22, 23, 24, 5 Sekunden ungefähr. Okay, dann machen wir jetzt das nochmal anders und machen 2 hiervon. Was ungefähr die Hälfte kostet von einmal absolute Null. Und mal gucken, wie lange das jetzt hält. Achtung. 21, 22, 21, 22. Ungefähr genauso lange. Heißt Leistungsverhältnis, ich hätte ja hier jetzt noch locker einen dritten raushauen können. Und das wäre ja immer noch günstiger gewesen als absolute Null. Und dann hätte das 6 Sekunden gehalten statt 5. Also wenn eine Stufe 5-Skillung im Preis-Leistungsverhältnis schlechter ist als Stufe 4-Skillungen, da ist das kein gutes Zeichen für die Stufe 5-Skillung. Angriffsgeschwindigkeit aller Eisaffen für die Wirkungsdauer stark erhöht. Aber was hast du denn da? Es gibt doch keine Eisaffentaktik. Aber das ist halt auch irgendwie sinnlos. Wenn es noch einen Affen geben würde, der mit Eis angreift und der dadurch einen Boost kriegen würde, würde ich sagen, cool, absolute Null, kann schon was, aber so bleiben nur Platz 10. Platz 9. Boomerang-Affe oben. Und bevor ich jetzt gelüncht werde, ich weiß, der Glevenführer, der ist gut. Manchmal. Weil ich meine, guckt euch mal einfach die Performance vom Glevenführer hier auf der Map an. Gegen Runde 98, der mit schwersten Runde im gesamten Spiel. Er killt halt fast alles. Ich glaube, er killt sogar alles. Aber auf so einer Map ist die Skillung wahnsinnig, wahnsinnig stark. Das Problem ist aber, diese perfekten Maps gibt es nicht so oft, wo der halt wirklich richtig glänzen kann und die Ballons sich halt 5-mal im Kreis drehen um den. Und wenn du das halt nicht hast, dass die Einheiten um den Eimer rumlaufen, dann ist der halt eher Kategorie geht so. Und es ist halt ein Affe, der eigentlich nur dazu da ist, um halt Kleinvieh-Keramik zu killen. Weil alles Größere auf einer normalen Map kriegt der nicht hin. Und dann ist die Frage, willst du echt fast 40.000 ausgeben für einen Affen, der quasi nur dazu da ist, Keramik zu killen? Und Permaladung zum Beispiel kostet nicht viel mehr, ist aber halt einfach viel, viel stärker. Platz 8. Auf Platz 8 haben wir die Balloon-Ausschlusszone. Und das klingt jetzt erstmal hart, weil die Skillung, die ist nicht so schlecht. Die ist zum einen underweighted, aber zum anderen ist sie auch sehr, sehr nutzlos. Um es rauszuhauen, musst du halt fast 80.000 ausgeben. Oder musst du 80.000 ausgeben. Und für 80.000, was erwartest du davon? Ein Affen, der so ziemlich alles kaputt macht, ne? Okay, schicken wir mal einen einzigen Bleiballon. Der kann Blei nicht angreifen. Und das ist so eine krasse Schwäche, dass ich den einfach nicht gut finde. So, der Schaden an sich ist gut. Ich kann den gegen Runde 98 mal ankämpfen lassen. Der kriegt da bestimmt einiges kaputt. Aber wenn du Blei nicht angreifen kannst, was ist denn dann der Sinn? Wenn du noch ein Affendorf hinzupacken musst, dann bist du irgendwie bei 90.000 von den Ausgaben. Und wenn du bei 90.000 bist, dann kannst du auch einfach auf Strahls Untergang sparen, was dann nochmal stärker ist als die Blumenausschusszone. Also ich sehe nicht so richtig den Sinn von dieser Skillung. Das ist halt so eine Einheit, wenn du schon alles rausgehauen hast in Damage-Deal, dann sagst du, ja okay, ich hau den jetzt vielleicht auch noch raus, um ein bisschen extra Schaden rauszuhauen. Aber es gibt keine sinnvolle Taktik für irgendeinen Modus, wo diese Einheit irgendein Herzstück ist oder wo die irgendwas Gutes macht. Die ist halt da, die macht ihren Schaden, aber für 80.000, da würde ich lieber andere Dinge raushauen. Platz 7. Auf Platz Nummer 7 haben wir die Supermin. Die Supermin kosten nämlich 162.000. Davor muss nochmal skillen. Also mit den Supermin bist du halt locker bei 170.000.
Und von einer Skillung, die 170.000 kostet, da erwartet man ja ein bisschen was. Du denkst, okay, das ist teuer, jetzt kriegst du, okay, Runde 200 ist jetzt ein bisschen unfair. Ich finde, man stellt sich einfach da was vor, was ein bisschen stärker ist, was einen Sicherheit gibt. Und wenn ich das raushau, ich fühle das nicht. Ich fühle da nie die Sicherheit, obwohl der ja natürlich nicht schlecht ist. Der kriegt ja viel kaputt. Aber zwei Bets sind schon zu viel für eine Skillung, die 160.000 kostet. Mal kurz zum Vergleich. Das hat jetzt ungefähr gleich viel gekostet. Wir machen nochmal zwei Bets. Eins, zwei. So, mal sehen, wie die Performance jetzt ist. Okay. Mhm. Cool. Ganz entspannt, gar kein Problem. Und deswegen, die Superminen sind ähnlich wie die Blumen-Ausschusszone. Das ist so eine Skillung, wenn du schon alles rausgehauen hast, dann sagst du vielleicht, ja, okay, hau ich das jetzt auch noch raus. Für keinen Modus und keine Map, auch ehrlich gesagt, macht das richtig Sinn. Und nur um zu sagen, ja, okay, ich hau dir halt raus, noch ein bisschen extra Schaden, das ist doch kein guter Affe dann. Die braucht tatsächlich, meiner Meinung nach, mal eine große Überarbeitung. Macht es, dass es halb so teuer ist. Und dafür macht es, die Minen vielleicht anders funktionieren. Vielleicht sogar, dass der nur eine Supermine draußen hat. Dass der pro Runde eine Supermine rauswirft. Dafür ist die Explosion der Supermine dann riesig, macht großen Schaden. Da muss irgendwas Grundlegendes passieren, damit dieser Affe, diese Skillung überhaupt irgendwas taugt. Platz 6. Auf Platz Nummer 6 habe ich kontroverserweise Comanche-Verteidigung. Hat die am vorletzten Update einen Buff gekriegt, ist aber immer noch scheiße. So, ich dachte kurz, dass die Skillung was taugt. Dann habe ich das mal getestet auf ein paar Schimpansen-Maps und das ist immer noch relativ shit. Ich meine, der einzige Vorteil hat globale Reichweite. Aber dann hört es auch schon auf. Also, es ist keine schlechte Skillung. Und primär der Platz hier oben ist auch, weil ich enttäuscht bin, weil ich was Stärkeres erwartet habe. Und das ist wie andere Affen, die ich gerade genannt habe. Das ist so eine Skillung, wo du sagst, ja, okay, fehlt noch ein bisschen Schaden, dann kann ich das jetzt raushauen. Aber es gibt keine Map oder irgendeine Taktik, wo dieser Affe wirklich ein Must-Have ist. Ich hätte sogar fast Spezialplatzerei dazu genommen, aber in Spezialplatzerei kannst du ja immer noch einen anderen Affen aufsammeln. Wenn du das mit Affenwissen geskillt hast. So, das ist noch ein Vorteil. Aber weil diese Skillung mich halt enttäuscht hat, ist sie da in der Liste. Platz Nummer 5. 5 ist die Zar-Bombe. Und das klingt jetzt erstmal komisch, weil die Zar-Bombe macht hier eigentlich guten Schaden. Ja, boom. Hat erstmal alles gekillt, die sind ja noch die Zoms. Die Fähigkeit lädt sich jetzt rechtzeitig nochmal auf. Dann machen wir das nochmal und dann, zack, fertig. Ist ja eine richtig starke Skillung, oder? Macht doch eigentlich keinen Sinn, dass die dann so weit oben ist in der Liste meiner Hassaffen. Ja, rund 98, kein Problem. Das macht die Fähigkeit hier einfach. Die ist ja richtig stark. Hey, die muss ja auch stark sein, weil dafür hast du ja über 50.000 ausgegeben, was eine Menge ist. Deswegen, hey, cool. Hier, Runde 98. Oh, hat's gar nicht gesolot. Okay, wieso hat's das jetzt nicht gesolot? Was war der Fehler? Moment. Ach, weil es Schimpansenmodus ist. Okay, ja gut. Im Schimpansenmodus kriegt er das ja nicht kaputt. Okay, dann kommt jetzt Runde 99. Okay, was machen wir in Runde 99? Lädt sich die Fähigkeit auf rechtzeitig? Oh, Junge. Oh, Junge, sie lädt sich nicht rechtzeitig auf. Das ist, finde ich, die größte Schwäche der Zar-Bombe. Wenn die kickt, ist das ein schöner Extraschaden. Aber den kannst du halt in der Regel, wenn überhaupt, einmal pro Runde einsetzen. Und auch nur, wenn die Ballons halt nicht super schnell sind. Das heißt, Schaden unterwältigend. Nützlichkeit unterwältigend, weil du das nicht super oft einsetzen kannst. Wenn Leute mir sagen, Bardo macht die Zar-Bombe, nee, mach ich nicht, die ist scheiße, ich will die nicht machen. Platz 4. Ich denke, Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die werden wissen, wer hier jetzt weit oben sein wird. Supersturm. Ich finde, Ninja Kiwi kann ihn verbessern, wie sie wollen. Die Grundprämisse von diesen Affen ist einfach scheiße. Du gibst halt im Gesamtpaket 80.000 aus für einen Affen, der zwar so ziemlich alles solo kann, bis auf Bats. So, der schleudert alles zurück, da ist alles cool. Der macht zwar das Runden 50 Jahre gehen mit dem Zurückschleudern, aber kriegt alles hin, das ist cool. Aber du gibst halt so viel Geld aus für einen Affen, der zwar nicht schlecht ist, aber was macht der gegen Bett? Der kriegt den hier vielleicht kaputt, weil es die längste Map im gesamten Spiel ist. Aber generell, du gibst doch nicht 80.000 aus für einen Affen, der irgendwie 100 Schaden in der Sekunde gegen Bett macht. Und Leute wollen mir immer erzählen, ah, der ist so stark, der kann so viel. Was kann der denn? Es gibt keinen Affen, der 80.000 kostet, der ein Bett nicht kaputt kriegt. Wenn du Kleinvieh killen willst, okay, gib die 80.000 für was anderes aus, was vielleicht auch gegen den Bett ein bisschen was macht, außer zu kitzeln. Für mich einer der sinnlosesten Affen. Die können die von mir aus nochmal 20.000 günstiger machen. Ich würde den immer noch nicht spielen. Platz 3. Wir sind jetzt langsam im Kackeland angekommen. Bombenwerfer oben.
Aus demselben Grund, warum Supersturm auch ein schlechter Affe ist, meiner Meinung nach. Und zwar hier wieder ein Affe, der nichts bringt gegen Runde 100 und in diesem Fall sogar noch schlimmer. Wenn die Ballons recht schnell sind, dann kriegt der nicht mal Runde 98 Solo kaputt. Ja, ja, Alter! Er sackte dann gegen Keramik. Das ist halt dieselbe Scheiße in schlimmer. Supersturm hat ja wenigstens noch den Vorteil, wenn du den raushaust, der soloed bis Runde 100 so. Das ist cool. Aber der soloed ja nicht mal bis Runde 100. Ja, muss man da noch mehr erklären? Eigentlich nicht, ne? Absolut Schrott. Platz 2. Auf Platz 2 haben wir den Mörseraffen mit der oberen Skillung. Und eigentlich fand ich die Skillung nie so schlecht. Ich fand Mörseraffe oben war eigentlich immer okay. Aber mit dem letzten Update wurde der Mörseraffe oben nochmal verändert, grundlegend. Und seitdem kostet der halt, ich glaube, 8.000 oder 9.000 mehr. Dieser Affe kostet im Gesamtpaket ungefähr, ich bin schlecht in Mathe, sagen wir mal ungefähr 50.000. Du gibst 50.000 aus, wofür genau? Du gibst 50.000 aus für einen Affen, der im Grunde nur ein Kleinviehkiller ist. Warum ist der denn so teuer? Der ist so teuer geworden, weil der hat jetzt einen Betäubungseffekt. Und der Betäubungseffekt ist in Ordnung. Wir werden gucken, betäubt. Macht es denn Sinn, Affen rauszuhauen, der fast 50.000 kostet? Weil der okay betäuben kann? Wisst ihr, was ich raushau, wenn ich Einheiten betäuben will? Sniper oben, Schnellfeuer. Das kostet ein Fünftel von denen, was der andere macht, und ist viel, viel besser vom Betäubungseffekt. Wenn du den sogar noch weiter skillst, dann kosten die halt ungefähr gleich, dann kriegen die betäubten Einheiten sogar noch einen Schadensboost. Also ihr merkt, Kleinviehkiller, die viel kosten, haben nicht so einen hohen Stellenwert in meinem Herzen. Platz 1. Auf Platz 1 haben wir nochmal den Mörser mit der Mitte. Ich bin kein Fan von diesen Affen. Ich finde den super scheiße. Seit dem letzten Update hat der einen Schadensbuff gekriegt und macht gegen Bats und gegen Bosse mehr Schaden. Was heißt das auf dem Papier oder in der Realität? Habe ich mir letzte Woche angeguckt. Der ist immer noch scheiße. Der Schaden von denen ist immer noch scheiße gegen Boss oder gegen Bett. Kostet im Gesamtpaket nur 40.000. Da kann man ja sagen, das ist okay. Ist es nicht. Ist leider scheiße. Aber Bardor, du kannst noch mit Zweiker Jones boosten. Da macht der mehr Schaden. Haben wir im letzten Livestream getestet. Dreimal dürft ihr raten, ob das stark oder schlecht ist. Ist schlecht. Ist scheiße. Aber hey, der hat ja eine Fähigkeit, mit denen der alles auf dem Bildschirm betäuben kann. Hauen wir das mal raus. Das kickt bestimmt richtig, ne? Oh, Achtung. Ich warte kurz, bis das Timing gut stimmt. Oh, Junge, zack. Alles betäubt. Für ungefähr 4 Sekunden, dann geht's einfach weiter. Hat das irgendwas gebracht? Nicht so richtig. Kriegen wir irgendwas kaputt in dieser Runde? Nicht so richtig. Ja, und der größte Nachteil von dieser Skillung ist halt echt, das macht Aua für die Augen? Ist das halt eine Skillung, die halt legitim epileptische Anfälle auslösen kann? Wenn du dazu jetzt halt noch sowas hättest wie Heimatverteidigung zum Beispiel. Diese Skillung hat halt unironisch mir irgendeinen Augenschaden gegeben. Es gibt ja die Map hier, die sich die ganze Zeit dreht. Und hier wollte ich meine Schimpansentaktik vorstellen mit der mittleren Skillung. Und ich habe das für Tage probiert, für Stunden versucht. Und ich habe das so viel versucht, dass mein Auge angefangen hat zu zucken. Wegen diesen hell aufleuchtenden Blitzen. Das heißt, diese Skillung ist zum einen gesundheitsgefährdend. Tatsächlicherweise, die ist schwach, die sieht scheiße aus, die hat eine Fähigkeit, die schlecht ist, und der trägt eine doofe Mütze. Der schlechteste Affe im gesamten Spiel, alleine wegen diesem Epilepsie-Shit. Das sind meine Top 10 Hassaffen / schlechteste Affen. Sieht eure Liste ähnlich aus? Wenn euch dieses Top-Video gefallen hat, dann könnt ihr ja mal sehr gern ein Abo da lassen, Daumen nach oben da lassen. Ist ein bisschen mehr Arbeit als einfach eine ganz normale Runde. Aber mal gucken, wie es ankommt. Und dann sehen wir uns dann aber bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Und ciao.